Hallo, heute möchte ich dir zeigen, wie du Luftmaschen häkeln kannst. Nachdem wir im letzten Video ja schon 5 Methoden der Anfangsschlaufe gemacht haben, können wir jetzt starten. Ich verlinke euch das Video hier oben in der Infobox, falls ihr das noch nicht kennt. Wir schieben erstmal unsere Häkelnadel in die Anfangsschlaufe und ziehen die fest. Die sollte so fest sein, dass sie nicht runterrutscht, aber immer noch beweglich. Und ich zeige euch jetzt, wie ich den Faden halte. Ich nehme den Faden zwischen dem kleinen und dem Ringfinger und wickel ihn dann von innen 1 bis 2 Mal um meinen Zeigefinger. Den Anfang, den halte ich mit dem Mittel- und dem Daumen fest. Und wenn ihr jetzt merkt, ihr habt zu lang gezogen, dann könnt ihr immer noch an dem Faden, der eben an dem Knäuel hängt, ziehen und das Ganze wieder ein bisschen fester ziehen. Ich zeige euch jetzt ganz, ganz langsam, wie das funktioniert. Hier unten ist der Schlussfaden und hier hinten ist der Faden, der an dem Knäuel hängt. Wir halten die Häkelnadel am Griff und jetzt achten wir auf den Kopf. Der Kopf zeigt nach rechts, wenn ich den Faden hole. Der Faden liegt also schön in dieser Kuhle am Kopf. Und jetzt drehe ich den Kopf nach innen. Und so kann uns dann der Faden nicht mehr wegrutschen. Und nun ziehe ich den Faden durch unsere Anfangsschlaufe. Und schon haben wir unsere erste Luftmasche. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Wir holen den Faden, der Kopf zeigt nach rechts. Ich drehe den Kopf nach innen und hole den Faden durch die Schlaufe. Das ganze Prozedere solltet ihr ruhig oft wiederholen, bis ihr das richtig flüssig könnt. Ihr könnt da eine schön lange Luftmaschenkette machen. Wenn ihr dann irgendwann merkt, okay, eure Luftmaschenkette, die wird jetzt zu lang, ihr möchtet unten nicht mehr festhalten, dann könnt ihr auch oben eben die Luftmaschen festhalten, die ihr gerade gemacht habt. Und wir wiederholen das Ganze. Ich halte den Faden auch oft nur einmal umschlungen. Am Anfang könnt ihr den aber auch 3-mal umschlingen. Das könnt ihr so machen, wie es euch am besten passt. Und nun haben wir ja schon eine kleine Luftmaschenkette geschafft. Jetzt zeige ich euch, wie ihr die Maschen erkennt und zählt. Von hier seitlich sieht das Ganze immer aus wie ein kleines umgedrehtes V. Wir haben immer oben eine Schlaufe und unten eine Schlaufe und in der Mitte ein kleines Loch. Also hier die untere, hier die obere. Wenn man das Ganze dreht, dann sieht man die Faust noch ein bisschen besser. Immer diese kleinen Faust, die so zu uns zeigen. Aber meistens gucken wir seitlich drauf, deshalb schauen wir so da drauf und da liegen die Faust. Da haben wir hier unsere erste Luftmasche, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte und zehnte. Und die Anfangsschlaufe, die zählen wir auch mit. Also haben wir insgesamt 11 Luftmaschen gemacht. Wenn ihr nun ein Projekt machen möchtet, wie zum Beispiel einen Topflappen, dann häkelt ihr eine Luftmaschenkette, so lang wie euer Topflappen werden soll, beziehungsweise so breit. Und dann häkeln wir nach oben. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ihr feste Maschen macht. Ich hoffe, das Video war hilfreich und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen.